Serge Maudy ist mit seinem Auto unterwegs. Er hat die letzten Skizzen für sein nächstes Gemälde gezeichnet. In der kleinen Stadt Argenton-Château in Westfrankreich hat er sein Atelier. Serge Maudy ist seit seiner Geburt an Händen und Beinen gelähmt. Sobald ich einen Bleistift, den meine Mutter auf dem Tisch liegen gelassen hatte, in den Mund nehmen konnte, habe ich damit auf das Tischtuch gezeichnet. Meine Mutter war nicht gerade erfreut, aber ich war stolz auf mich. In der Schule konnte ich nicht in die Pause gehen, also blieb ich in der Klasse und zeichnete. Ich konnte dann die Mitschüler motivieren, mit mir gemeinsam zu zeichnen. Wir haben dann Comics gezeichnet. Danach habe ich die Impressionisten entdeckt und Künstler in der Region kennengelernt. Und so habe ich dann weitergemacht. Im Alter von 17 Jahren beschloss er, einen Buchhalter-Fernkurs zu belegen. Es wurde ihm sehr schnell klar, dass er für diese Arbeit nicht geschaffen war. Er entschloss sich, sich voll und ganz dem Zeichnen zu widmen. Serge Maudy nahm privaten Kunstunterricht in Paris. Als Landschaftsmaler arbeitete er in großer Tradition des französischen Impressionismus. Heute sind Porträts seine große Leidenschaft. Mit 22 erhielt er ein Stipendium der Vereinigung. Im Jahre 1983 wurde er Vollmitglied und 2002 in den Vorstand der Vereinigung gewählt. 2013 wurde er bei der Vollversammlung in Wien zum vierten Präsidenten der Vereinigung gewählt. Wir haben einen neuen Präsidenten. J'attendais pas ce qu'il y a autant de gens qui puissent croire. Ich war überrascht und nicht darauf gefasst, dass meine Fähigkeit, diese schöne Vereinigung als Präsident zu führen, von so vielen Leuten bestätigt wurde. Das hat mich enorm bewegt, aber beängstigt mich zugleich. Die Verantwortung zu tragen für alle diese Künstler sowie für das Bestehen und die Weiterführung der Vereinigung. Vor allem den jungen Künstlern das Leben zu erlauben, was wir durch die Vereinigung erleben durften, dank dem Gründer Erich Stegmann. Mais qui vont bientôt arriver et qui ont besoin de vivre ce que nous avons eu la chance de vivre grâce à Monsieur Erich Stegmann. Alles, was man in Worte nicht fassen kann, übermittelt Serge mit seinen Gemälden. Denn die Malerei ist für ihn sein ganzes Leben.